Liebe Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Grund, warum wir sofort abstimmen müssen, liegt darin, wie ich gerade gelernt habe, dass man nicht genau wisse, welche Auffassung die Fraktionen vertreten. Man müsste sich endlich mal bekennen. Wenn Sie nicht wissen, welche Auffassung wir vertreten, wieso werfen Sie uns Respektlosigkeit vor? Wieso werfen Sie uns Homophobie vor? Und Herr Kollege Petzold, man kann ja sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Ich weiß ja, bei den Grünen, bei dem Thema ist immer ganz große Aufregung. Aber man kann manche Sachen auch ein bisschen ruhiger besprechen. Und wenn Sie meiner Fraktion vorwerfen, ich zitiere, die Ansicht der CDU ist Anlass für Verfolgung von Homosexuellen weltweit, dann ist das nicht Unfug, dann ist das mega riesengrober Unfug. Hören Sie auf, so einen Unfug zu behaupten. Also, da wäre ich mal ganz vorsichtig mit solchen Behauptungen. Fahren Sie gerne nach Guatemala, nehmen Sie nächstes Mal einen CDU-Kollegen mit, damit er selbst erklärt, welche Auffassung wir dazu haben. Und jetzt zum Geschäftsordnungsantrag. Es ist doch, glaube ich, gerade in dieser Debatte, die ich ja auch verfolgt habe, deutlich geworden, wie groß diese Unterschiede doch sind. Wie groß die Unterschiede sind, die hier teilweise vorhanden sind und die noch geklärt werden müssen. Und dafür gibt es Ausschussarbeit, das zu klären. Und ich wäre auch im Übrigen vorsichtig, Herr Petzold, immer zu sagen, warum brauchen wir Anhörungen? Nicht jeder, der eine andere Auffassung hat, wie Sie in diesem Thema, ist homophob. Der hat möglicherweise nur rechtliche Bedenken. Der hat möglicherweise nur eine andere Auffassung. Und die müsste man möglicherweise auch mal tolerieren, auch wenn man sie falsch findet. Und deswegen gibt es Bedarf im Ausschuss, die unterschiedlichen und weiteren Möglichkeiten, sich zu informieren, auch zu nutzen. Und Ihre Chance, jetzt in diesem Ausschuss im Übrigen den Ausschuss zu umgehen, erfordert eine Zweidrittelmehrheit. Ich weiß nicht, wie Sie, liebe Grüne, auf die Idee gekommen sind, dass Sie im Deutschen Bundestag eine Zweidrittelmehrheit zustande bekommen. Aber Ihrem Optimismus möchte ich auch nicht im Wege stehen. Der zweite Punkt in dieser Hinsicht, und das hat alles auch ein Stück weit mit Demokratie zu tun, wenn hier immer erzählt wird, welche Auffassung welche Leute haben. Wir werden auch am 24. September feststellen, wer nach Auffassung der Mehrheit bei Wahlen in Deutschland Verantwortung für dieses Land haben soll. Und da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Darüber werden wir auch weiter diskutieren. Nur hören Sie auf, uns zu unterstellen, wir hätten mangelnden Respekt vor gleichgeschlechtlichen Paaren, vor Homosexuellen. Das ist wirklich auch neben der Sache. Und ich glaube, die Kollegen Hirte und Hoffmann haben das schön dargelegt, dass es um unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt. Und im Übrigen der Hilfsantrag. Wir haben unabhängige und freie Ausschussberatungen. Die werden bestimmt von der Mehrheit dort. Das ist auch klug so, weil sie Entscheidungen in diesem Plenum vorbereiten. Und dass wir das Thema, was Sie ja hier zum Thema gemacht haben und aufgesetzt haben, jetzt schon 16 Mal diskutiert haben, verdeutlicht möglicherweise auch, dass meine Fraktion weit davon entfernt ist, ihre klare Auffassung zu diesem Thema auch bei der Unterschiedlichkeit, die wir teilweise vertreten, nicht deutlich zu sagen. Kein Grund, sich aufzuregen, aber eben auch kein Grund, direkt abzustimmen. Wir machen das so, wie wir das für richtig finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.